Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Dieser Moment, wenn alle deine Freunde Happy Birthday singen und du nicht weißt, was du machen sollst. Hasenkinder freuen sich über Chuck Norris Eier. Auch zu Weihnachten. Ich will nicht sagen, dass du ein Hurensohn bist, aber dein Vater ist noch Jungfrau. Mein Sohn, ich muss dir was sagen. Du wurdest adoptiert. Was? Jetzt echt? Yep, pack deine Sachen. Sie holen dich gleich ab. Im Zug. Sie? Hatschi. Ja, Gesundheit. Sie? Ich hab einen Freund. Ein paar Sitze hinter uns. Ich bin Veganer. Jeder sagt immer, ich würde überreagieren, wenn ich sauer bin. Oktopusse essen sich selbst, wenn sie sich zu sehr aufregen. Das ist überreagieren. Dieses Jahr feiere ich Weihnachten wie Gott. Ich schwängere eine Jungfrau und lass mich nie wieder blicken. In dem Brief steht, letzte Mahnung. Gut, dass das jetzt aufhört. Scheiß Autokorrektur. Hab meiner Oma geschrieben, heute ficken, aber eigentlich meinte ich morgen. Der bei einem Unfall schwer verletzte Bauarbeiter schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Er ist tot. Ich habe von Lena zu Weihnachten Sex geschenkt bekommen. Wie unoriginell. Sie schenkt ja jedem das Gleiche. Ich habe Gott darum gebeten, mir bis Winter einen Freund zu besorgen. Er lässt den Winter ausfallen. Kennt ihr das, wenn man an jemanden denkt und plötzlich taucht diese Person auf? Naja, auf jeden Fall hat mich meine Schwester gestern beim Masturbieren erwischt. Oh Mann, wenn Alkohol angeblich das Kurzzeitgedächtnis blockiert, was macht dann erst Alkohol? Mann überlebte einen Sturz aus dem 10. Stock, starb jedoch bei dem Aufprall. Ich bin Hauptkommissar Weiland. Ich bin hier, weil ihr Sohn die Ziege des Nachbarn sexuell belästigt hat. Weil was? Weiland. Schatz, wir bekommen ein Kind. Wann? In 9 Monaten. Was? Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht mal bei Hermes bestellen. Wenn du dich mal nutzlos fühlst, denk an die Leute, die Blinker an BMWs montieren. Mädchen, kauf Kondome. Mädchen, ich hätte gerne eine Packung Kondome. Verkäufer, welche Größe denn? Mädchen, so groß. Ah. Mein Name ist Merkel und ich bin hier, um mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Mehr was? Merkel. Ironie ist, wenn Terroristen die sexsüchtige westliche Welt hassen, sich aber hochjagen, um in Paradies 72 Jungfrauen zu bekommen. Immer wieder lustig, mit welchem Elan Chinesen 1000 Kilometer weit fliegen, nur um ihre Souvenirs wieder nach Hause nehmen zu können. Das Problem sind nicht die Tage zwischen Weihnachten und Silvester, sondern die Tage zwischen Silvester und Weihnachten. Wenn dich deine Freundin fragt, mit welcher ihrer Freundinnen du gerne mal einen Dreier hättest, niemals 2 Namen sagen. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass bärtige Männer häufiger fremdgehen als bärtige Frauen. Bei Gefallen, Daumen hoch und Video teilen. Links kommt ihr nun zu meinem Kanal-Trailer und darunter könnt ihr direkt abonnieren, um nichts dazu verpassen. Lustige Witze gibt es nicht nur jeden Freitag auf YouTube, sondern jetzt täglich auf meiner Facebook-Seite Master Jam. Bis nächste Woche.